Okay. Hier habe ich auch andere Druckplatten genommen, nämlich, was ist das? Eine Druckplatte. Gehen Holzdruckplatten nicht oder was? Die haben ja unterschiedliche. Die haben ja unterschiedliche Ausgangs-, also unterschiedliche. Hoch. Hier war das Loch. Also, das ist eine grobe Wägeplatte. Okay, also muss ich eine grobe Wägeplatte machen. Wie mache ich eine Grobwägeplatte? Da schauen wir doch mal in unser Büchlein hinein. Also eine Grobwägeplatte brauchen wir zweimal Eisen. Ach, guck an. Wieso das? Na gut. Also scheint Holz nicht zu funktionieren. Nehmen wir zweimal Eisen. Und basteln uns eine Grobwägeplatte. Das sollte ja klappen dann. Wenn es dann nicht klappt, dann weiß ich auch nicht Bescheid, warum das denn nicht klappt. Warum klappt das hier und da nicht? Noch mal in die. Ja, noch mal. Okay, Kreativmodus. Also Teleport etp 100 120 65 muss ich dahin schreiben. Habe ich nicht auf Fertig gedrückt? Ja. Port etp 120, nein, 100, 120, 65, fertig. Befehl gesetzt, siehst du, das war der Fehler. So, jetzt gehen wir wieder zurück in Survival. Jetzt testen wir das mal. Müsste es dann auch mit der Holzplatte funktionieren, natürlich. Ei, super. Und wir sind direkt neben dem Bett. So habe ich mir das gedacht. Also, das ist für abends der Notfall. Exit, ja. So, könnten wir ja auch mit dem Holz. Ich glaube, wir haben das doch in dem Teleporterraum auch mit Holz gemacht, eigentlich. Also. Okay, dann holen wir uns mal. Wir haben doch im Teleporterraum auch Holz. Also es lag jetzt nur an dem Befehl, dass der nicht freigeschaltet war, ne? So, hier ist der Teleporterraum. Hier haben wir doch auch Holzplatten. Da haben wir gar keine Platte. Da haben wir Steinplatten. Und da haben wir die Platte. Wir haben überall alle möglichen Platten. Ich habe hier überall diese Eisenplatten genommen und hier, gut, das Ufer haben wir im Moment nicht und hier habe ich dann für Granit eine Holzplatte genommen, warum auch immer. Okay, gehen wir mal wieder zurück. So, was können wir noch in unserem Räumchen oder im Schlafzimmer machen? Also, ich hatte gesagt, dass ich ein paar von diesen, wo sind sie hier, Ranken, zwei Ranken möchte ich da haben, damit das nicht so zieht. Ja,
Dann haben wir jetzt wirklich voll alles hier. Dann brauche ich Regale. Die waren hier irgendwo drin. Na, gerade mal noch zwei, die ich brauche. Okay, dann tue ich die Bücher mal raus. Was haben wir noch? Schwarze Wolle. Das ist unser Fernseher. Richtig. So, wie mache ich denn zum Beispiel... also einen Notenblock. Den machen wir mit Redstone und diversen Brettern. Okay, wir werden also um den Fernseher Notenblöcke bauen, so die dann als Lautsprecher dienen können. Ne? Also, wir werden natürlich keinen Ton hören. Das ist klar, so Redstone und Redstone. Wie viel brauche ich denn da? Das ist 2x3. Dann brauche ich also 1,5 brauche ich davon. 5 von den Dingern, aber ich habe mal viel Redstone hier. Also können wir ruhig ein bisschen Redstone verbraten. Das ist überhaupt kein Problem. So. Notenblöcke. Haufenweise. Ja, und warum kann ich das hier nicht mehr nehmen? So, Steinknopf. Da können wir nochmal einen Steinknopf nehmen. Steinknopf. War das nicht Eichenholz? Steinknopf machen wir mit Cleanstone, oder? Ist das richtig? Cleanstone, Steinknopf, genau. So, da haben wir zwei Steinknöpfe. Ja, dann hätten wir da also schon mal den Fernseher fertig. Dann brauchen wir natürlich noch einen Teppichboden. Und da möchte ich jetzt keine Wolle da einsetzen, sondern halt Teppiche. Und da haben wir ja Teppiche genug. Nehmen wir mal blauen Teppich mit. Wir haben jetzt inzwischen schon so eine volle. Den Befehlsblock brauche ich wirklich nicht mehr. Den können wir irgendwie wegschmeißen. Den kannst du eh im Kreativ nicht benutzen, ja. So, schmeißen wir dich mal weg. Wo war er jetzt? Da war er. Quit. Ah, Q. So, weg. Da ist er. So, mal sehen, ob er morgen auch noch da ist. Ja, können natürlich jetzt doch die schnelle Verbindung nehmen. Was ist das denn hier? So ist hier ein Loch. So. Hier ist auch ein Loch. War das bei der Hackerei passiert? Mit der wilden Hacke. Das kann sein, dass ich hier unten mal dran geklopft habe. So, da müssten wir noch Schilder hinbauen, dass also auch ihr beim Download wisst, ja, wenn ihr das mal in der nächsten Session dann mal downloadet, dass ihr wisst, wo es hingeht. Also dieser geht nach dieses geht zum Teleporterraum. Teleporterraum. Dieses hier geht ins Schlafzimmer. So, da gehen wir jetzt mal hin ins Schlafzimmer. Dann mache ich mir hier noch drüber. Das sind doch Fackeln. Das sieht alles so finster aus. Das ist es aber gar nicht. Okay, dann gehen wir eins tiefer. Da war ja dann halt hier müssen wir erstmal unsere
unsere Vorhänge anbringen, sozusagen. So, dann gehen wir eins tiefer, wo der Fernsehraum ist. Genau. So, da haben wir unsere formschöne Fernsehraumbank. Wir haben Teppiche mitgenommen. Hoffe ich doch. Ja, da sind sie. So. Der Fernseher hat natürlich eine ganz blöde. Das ist ja dann gar nicht symmetrisch. Der Fernseher muss. Der ist jetzt 3x2, ne? Der müsste 4x2 sein und da kommt der Mond schon hoch. Das heißt, ich muss mich erstmal hinlegen. So, ja, ich kann mich jetzt hinlegen. Okay, dann hatte ich hier noch zwei Regale gehabt. Da sind sie. Okay, damit haben wir das Bett erstmal soweit fertig. Der Raum ist natürlich noch viel zu groß. Ja. Naja, machen wir erstmal den Fernsehraum weiter. Das heißt, ich brauche noch zwei schwarze. Schwarze Dingenskirchen, zweimal schwarze Wolle, so, dann haben wir das ein bisschen größer, dann muss ich natürlich auch ein bisschen mehr von den Notenblöcken mitnehmen, nämlich auf, oder? Ja, vielleicht machen wir das auch anders noch. Wir haben dann 4 oben. Nee, da muss ich sowieso mehr mitnehmen. Also dann müssen wir noch ein bisschen Notenblöcke basteln. Also Redstone hatte ich gesagt, das war da unten. So. Nehmen wir noch mal ein bisschen mehr mit. Ist ein bisschen mehr als ich brauche, aber ist wurscht. So, geht sich wunderbar aus. Und dann haben wir hier sicher noch Tropenholz weiter. Genau. Das ist ein bisschen edler. Vielleicht machen wir obendrauf auch ja, ich bin jetzt am Überlegen, also obendrauf vielleicht noch Regale. Also wir haben ja Bücher, haben wir genug. Noch Holz genug. Es gibt ja auch diese anderen Holzsorten noch, die man jetzt so geschält oder was auch immer. Da muss ich mich auch noch mal mit befassen. So, das sind jetzt Regale, nicht? Das ging, glaube ich, so. Ist das richtig, dass ich also hier. Genau, dann müssen wir das nämlich so machen. Huch, falsche Taste. Also nochmal das Ganze. Wo sind sie jetzt? Hier. Die Shift-Taste betätigen, nicht keine andere Taste, bitte. So, okay, die Bücher können wir wieder wegtun.
Alles klar, das kommt mal nach oben hin. Dann haben wir noch Gemälde, ja, was ist das noch? Papier für Karten, und noch leere Karten. Ja, wir könnten auch mal die Landkarte dann ein bisschen aufpeppen. Hier geht's lang. Ja, jetzt mal wieder nicht den Teleporter genommen. Also der ist ja eigentlich auch noch für Notfälle. In Wirklichkeit laufen wir hier so ein bisschen rum, immer mal für einen anderen Weg, ne? So, jetzt geht's heute mal hier durch. Und hier ist jetzt nicht mehr unser Schlafzimmer, sondern hier ist unser Fernsehzimmer. So, wie weit sitzen wir vom Fernseher weg? Sollte ich mal auf die Idee kommen, euch mal wieder ein Video zu zeigen, ne? So. Okay, das ist ja jetzt leer, richtig. Das Ding kann weg. Die To-Do-Liste muss ich wahrscheinlich auch verschieben. Wir könnten sie hinter den Fernseher packen. Das wäre eine gute Idee. Okay, dann machen wir den Fernseher mal hier hin. Also. Ist das weit genug weg? Oder ist es zu weit? Ich glaube, es ist zu weit. Es ist zu weit. Wenn wir das richtige Kinogefühl haben, müssen wir ganz nah dran sitzen. Okay, das ist richtig. Dann kommen die beiden Knöpfe dahin. Also mal zwei Steinknöpfe zum Einschalten. Tun wir das mal symmetrisch dahin. Dann kommen die Lautsprecher. Wo sind sie? Die Notenblöcke. Ah, okay. Drüber machen und dann könnte man hier noch ein bisschen Licht vertragen und zwar vielleicht hier an den Seiten. Und hier hinten käme dann zum Beispiel eine Tropenholzwand hin. Geht das nicht? So, das könnte dann die Wand da sein, also die sozusagen die To-Do-Liste. Und hier haben wir unseren Fernseher. Ist natürlich, wenn die Sonne von da scheint, aber zum Glück kommt sie ja in Minecraft immer von ganz oben. Sie steht ja immer im Zenit, ja. Können wir noch ein bisschen Fußboden legen. Ja, da geht das natürlich nicht, weil da jetzt die Knöpfe sind. Hey. Natürlich die Knöpfe dann doch rechts hin. Sozusagen auf die da, ja, warum nicht? So, setzen wir sie hin und dann geht's los. Nicht wahr? So, okay, dann müsste man noch ein bisschen. Eigentlich ist genug ausgeleuchtet hier. Sieht jetzt nur so dunkel aus wegen des breiten Bildschirms. Na? Dann tun wir die To-Do-Liste mal. Auf die Seite. Was ist hier drin? Ja, das ist gar keine Kiste, Mensch. So. Diese Wand kann dann auch weg.
Und dann können wir diese Wand auch hier aus diesem Stein machen. Und das Ganze dann hochziehen. Aber erstmal tue ich die Schilder hier da drüben hin. Also zur Schule. Kaufhaus Flughafen. Zoo, Schule, wobei wir die ja schon haben. Kaufhaus, Flughafen, so, das ist noch zu tun. Also ÖPNV, Eisenbahn, Kanal, Mine erweitern und Mine erheitern. Warum habe ich das hier hingeschrieben? Man die Mine unterschiedlich schreibt, nicht wahr? Kommt die Sonne schon wieder? Der Mond, besser gesagt. Ich glaube, dann gehe ich mal schlafen.